dass sie halt erstmal so wieder auf den neuesten Stand kommt. Hier habe ich eine riesige Hirscharmee. Schauen wir mal, dass wir mal ein paar klein kriegen, um was zu essen zu kriegen. So. Oder, na, ich glaube, die geben kein Fell. Auf jeden Fall brauchen wir viel Fell. Auch jetzt, wenn ich update für die Bücher, weil die Bücher ja nicht mehr so zu generieren sind, sondern mit Fell. Das heißt, ich müsste mir dann auch erstmal irgendwie Kühe besorgen, die ich ja hier gar nicht habe momentan. Und hier ist ein Spawner unten drunter, den können wir noch ausbauen. Da hinten habt ihr das vielleicht schon gesehen, da bin ich auch rausgekommen, als ich unterirdisch nach Sachen gewühlt habe. Und wir können jetzt auch mal unters Haus gehen, da hat sich nämlich auch einiges verändert, was man so jetzt gar nicht zu sehen vermag. Hier habe ich auch noch irgendwo so ein Loch gestopft, hier war irgendwie auch so ein tiefes Loch. Da muss ich noch ein paar Bäume hinpflanzen, dass das ein bisschen hübscher ist. Und ja, diese Tannenbäume mal austauschen gegen welche, die nicht hier unten so mit Blättern zu sind oder hier die Blätter wegschlagen, dass wir auch mit den Pferden hier ordentlich durchkommen, weil das ist jetzt schon ziemlich zugewuchert wieder. Hier, das ist auch so ein total unhübscher Baum. Hier steht zum Beispiel noch einer rum, der noch gar nicht gewachsen ist. Also da ist noch einiges zu tun, zu machen. Hier können wir noch den Abgang ein bisschen hübscher machen, dass es nicht so krall auf Wall ist hier an der Seite. Einer hat mal gesagt, ich soll doch mal die Katzen füttern. Ja, Leute, soll ich den ganzen Tag die Katzen füttern bei Minecraft oder was? Sonst kommen wir überhaupt nicht weiter. So, dann habe ich ja hier die Tiere und habe so da auch versucht, dann mal Enten oder Hühner hinzukriegen. Aber weiß ich nicht, bisher hatte ich kein Glück. Jetzt habe ich ja auch noch von der Ente da hinten so ein Ei und es kommt wieder nichts raus. Also Hühner, schauen wir mal. Und Kühe auch. Ich habe mich hier unten bis Timbuktu gegraben. Das habe ich gemacht, während ich Andromeda geguckt habe. Hier haben wir eine, wenn ich denn eine habe, habe ich nämlich gerade nicht. Hier habe ich noch geschlampt, wie man sieht. Kann ich runterfahren bis ganz nach unten. Das sieht hier so aus. Da ist auf der anderen Seite diese Fahrt nach unten und hier ist diese diese Treppe mit dem Treppengeländer. Hier die Blöcke kann ich auch noch austauschen gegen das richtige Holz, dass das einheitlich ist. So, wir laufen jetzt einfach mal runter, laufen gleich hoch. Dauert ja nicht so ewig. Hier kann ich halt überall noch so Etagen machen, wo ich nach Sachen grabe. Und hier unten habe ich schon angefangen damit. Hier habe ich angefangen nach Sachen zu graben. Man sieht ja, es ist sehr duster hier. Ich habe hier ja so ganz viele Säulen hingemacht. Da fehlt zum Beispiel auch noch ein bisschen Pflasterstein. So. Hier habe ich zum Beispiel Redstone hingelegt, damit ich weiß, dass das der Hauptpfad ist. Da sieht man das so. Das sind die zwei Hauptpfade. Hier habe ich dann gebuddelt. Hier ist so ein bisschen Erde gekommen. Da habe ich halt auch die Diamanten dann rausgeholt. Ich habe hier immer das System angewandt, dass ich immer zwei stehen lasse. Aber ich habe die hier miteinander verbunden, alle fünf Blöcke. Ich könnte auch später eine ganz große Halle draus machen, aber ich wollte halt jetzt schon erstmal Materialien zusammensammeln. Und das ist halt so eine Technik, die man anwenden kann. Man kann auch auf Ebene 10 anfangen. Ich habe halt jetzt auf der untersten Bedrock-Ebene angefangen. Hier zum Beispiel hört man es ja schon, hier ist hier ist Lava. So. Machen wir noch ein bisschen, lassen wir als Beleuchtung hier. Dann haben wir hier auch nochmal Lava. Da ist noch Redstone in der Wand zum Beispiel. Hier, den man abbauen kann. Kann ich den mit? Ja, kann ich abbauen mit einer Eisenspitzhacke. So. So, dann seht ihr, das geht hier sogar noch weiter. Hier habe ich noch unerforschtes Gebiet. Ich habe gar keine Fackeln dabei. Was haben wir da oben? Ah ja. Also hier ist ja Gebiet, wo ich schon mal war. Hier ist meine Schlucht, die ich ja mal ausgehoben habe. Und hier ist halt wieder Kies, den ich halt benutzen kann, um so eine Stadt zu bauen. Hier kann ich runtergehen. Genau, hier kommen wir auch her. Ach, das ist der Wecker. Einen Moment. So, das war der Wecker. Aber ich werde mich wohl doch gleich erstmal nochmal hinlegen.
Weil ich sehr müde bin. Und damit Autofahren ist nicht gut, wenn man müde ist. So. Ja, hier habe ich halt den ganzen Kram abgebaut und ja, wir brauchen halt eigentlich noch viel mehr Gold, aber das habe ich jetzt leider nicht gefunden. Das heißt, da muss ich irgendwann noch mal losziehen zwischen den Aufnahmen und uns noch ein bisschen Gold besorgen. So, also hier habe ich zum Beispiel jetzt immer Kies dazwischen gemacht, so auch als Deko. Hier habe ich zum Beispiel jetzt einfach nur Fackeln gesetzt, weil ich jetzt nichts mehr Besonderes hatte. Hier habe ich sogar Lapis Lazuli dazwischen gesetzt, jedenfalls in den ersten, ja, in ein paar von den Sachen, ne? Sagen wir mal so, in ein paar von den Dingern, damit ich hier weiß, wo ich noch dran bin. Ja, hier werde ich mich dann halt weiter buddeln und ich kann das halt nochmal da drüber machen und dann, ja, kann man sich so in die Wand buddeln und nach Gegenständen suchen. Ich kann die Gänge aber auch dann später nutzen, um da Schienen zu verlegen und ja, einen Bahnhof zu bauen. Ich könnte hier unten noch einen Bahnhof bauen. Da wahrscheinlich würde ich den Bahnhof schon eine Etage höher machen, weil man da weiter gucken kann und das angenehmer ist. Ja, hier hoch zu hüpfen ist jetzt irgendwie voll dämlich. Weil da muss ich die ganze Zeit springen, deswegen nehmen wir lieber die Treppe. Das habe ich alles offscreen gemacht. Ich habe also jetzt, ich hatte ja sehr viel am Stück aufgenommen und dann noch einmal eine neue Aufnahmesession gehabt. Und ich habe halt jetzt die Zeit dazwischen genutzt, die, weiß ich nicht, 2 Monate oder so, die ich halt Zeit hatte dann, um halt hier ganz viel offscreen auszubauen. Immer abends so ein bisschen was. Und ich hoffe, dass euch das jetzt gefällt. Es sind jetzt 2 ganz kurze Folgen, aber ich habe wirklich nicht so viel Zeit. Ich wollte jetzt nämlich auch noch ein bisschen Sims aufnehmen. Vielleicht schaffe ich das auch gar nicht mehr, sondern gehe jetzt gleich einfach ins Bett und schlafen machen wir eine Runde, bevor ich zu meiner Mama fahre. Ich finde das immer anstrengend, auch wenn ich nur eine Stunde Autobahn fahren muss, finde ich das schon trotzdem anstrengend. Und man will ja keinen Unfall bauen, deswegen lieber ausgeschlafen Auto fahren, als auf so 7:30. Vor allem jetzt, wo die Ferien zu Ende sind, habe ich schon voll Schiss, dass da alles voll ist auf der Straße und so. Das heißt also, was wir demnächst machen werden in den nächsten Folgen, ist vielleicht, dass ich geupdatet habe und wir ganz viele Pferde züchten können. Ansonsten werde ich auch so eine Pferdezucht bauen und die Sachen, die ich jetzt schon züchten kann, erzüchten. Hier werde ich einen Steg bauen, wir werden da drüben ein Häuslein hinsetzen und ich werde da hinten meine Iglo-Stadt weiterbauen. Wir können auch dann, ihr habt ja gesehen, da unten ist Lava. Wir können uns dann da unten auch irgendwo ein Portal hinsetzen oder halt ein Stück weg ein Portal hinsetzen, wo wir dann in den Nether gehen, uns im Nether dann auch mal ein bisschen mit Gegenständen eindecken. So, hier sind die Quallen, da ich auch friedlich habe, kann ich gegen die stoßen, ohne mich zu vergiften. Ja, hier den Abgang werde ich dann auch noch wegmachen, wenn ich das verbunden habe mit dem anderen. Ihr seht ja, da ist ja noch keine Verbindung. So, hier habe ich ganz, ganz viel rumgeberkelt. Das ist ja die, wo wir eben reingeguckt haben von unten, wo wir drauf gestoßen sind. Hier habe ich angefangen, eine Schienenstrecke zu legen, wo man durchfahren kann, so als Sightseeing-Tour. Bin ich aber noch nicht so weit mitgekommen. Ich habe versucht, sehr viel natürlich zu erhalten zu lassen. Ist aber schwieriger, als man denkt. So, dann kommt man hier wieder lang und da zum Beispiel an diesem schönen Spinnenspawner vorbei. Hier kann man rüber gucken bis da. Dann läuft das hier noch weiter und ja, hier wollte ich dann in die Richtung weiterlaufen. Dann nach unten. Und die Gänge sind halt so viele und so verwirrend, dass man sich da schon verlaufen kann. Hier haben wir dann wieder so einen Zwischengang und weiß ich nicht, hier weiß ich gar nicht, wo der hinführt. Sind wir hier? Ja, das ist ein bisschen Kohle ist da. Genau, hier führt es in diesen großen Gang. Hier ist dann, da seht ihr, habe ich mir Markierungen gemacht aus Holz, dass ich den Weg auch wieder zurückfinde. Hier geht's ja, keine Ahnung, wo das hier hingeht, so richtig.
Überall nur Höhlengeräusche und hier nehmen wir jetzt einfach mal die Kohle mit. Die kann man ja immer gebrauchen, wenn wir schon mal hier unten sind. Und hier werde ich dann halt noch so eine schöne Bahn bauen, wo man dann rumfahren kann. Ich habe mir auch überlegt, dass ich die Map für euch vielleicht jetzt auch einfach so, wie ich sie jetzt schon gemacht habe, einfach schon mal zum Download stelle. So ganz untypisch für mich. Normal stelle ich ja meine Maps nicht zum Download. Aber das werde ich jetzt einfach hier mal machen, so als Feature für euch. Wird diese Map zum Download gestellt. Ich hoffe, dass ich da jetzt keine schlechten Erfahrungen mitmache, dass ihr mir dann irgendwelche Spoiler um die Ohren klatscht. Da werde ich nämlich die Leute wirklich einfach blocken, die das machen. Auf jeden Fall sind das halt die Ideen, die ich jetzt dann auf dieser Map noch umsetzen möchte. Und wir müssen jetzt erstmal hier den Weg wieder rausfinden. Ich werde wahrscheinlich noch ein paar Materialien unterwegs jetzt mitnehmen. Wir hatten ja gerade noch was gesehen. Hier war irgendwo noch ein bisschen Kohle. Kohle habe ich doch gesehen. Wo war die denn? Ja, hier ist noch so ein Ausgang. Also hier sind so zwei Lavafälle. Und hier geht es dann irgendwo. Ich muss mal genau gucken, wo das war. Kommt man dann auch zu dem Weg, den wir kannten. Ja, genau, hier geht's auch noch weiter mit den Stollen, die sind so ziemlich unendlich. Hier ist dann noch so ein, habe ich das hier so alles freigeklopft, da war ich zum Beispiel noch gar nicht. Hier, das heißt Sackgasse, ja, hier sind überall noch so Stollen, die man miteinander verbinden kann, wo ich die Eisenbahnstrecke durchlegen kann, dass man da eine ganz tolle lange Bahnfahrt macht und, ja, wie gesagt, ich muss mir das nochmal. Ah ja, genau, hier kommt nämlich auch die Bahn hin, hier soll die auch lang gehen. Das kennt ihr vielleicht noch vom Anfang. Das war das, wo ich ganz am Anfang rumgelaufen bin, wo ich am Anfang rausgekommen bin. Hier wollte ich die Decke zuziehen, auch mit Cleanstone dann. Hier sind noch die Pilze. Hier ist ja noch ganz am Anfang das Lavabecken, wo man lang latschen konnte. Die Treppe hoch und hier kommt man dann auch bei mir unten wieder raus. Und können wir gleich mal gucken, was hier noch drin ist. Ein bisschen Eisen und den Kies können wir mitnehmen und die paar Steinchen und so. Jetzt hat mich die Truhe so erschreckt. Ja, hier sind auch noch, das ist auch noch unentdecktes Gebiet teilweise. Also das ist unheimlich riesig, das Ding unter unserem Haus. Und ja, ich weiß nicht. Na, vielleicht stelle ich es auch nicht zum Download. Ich weiß es noch nicht. Jetzt hängt mir damit nicht in den Ohren. Entweder gibt es das zum Download oder nicht. Das werdet ihr dann schon sehen. Ich muss jetzt aufhören. Ich werde dann wahrscheinlich noch zwei Folgen Sims aufnehmen oder so, damit ich für euch Sims-Folgen habe oder zumindest eine Folge, damit ich für den für den Sonntag noch eine Folge für euch habe. Sonntag kommt, glaube ich, Sims, nicht Samstag. Und ja, damit verabschiede ich mich jetzt. Ich habe, glaube ich, genug Material für zwei Folgen. Ich hoffe, euch gefällt das jetzt, wie das jetzt hier aussieht. Und ja, ich wünsche euch dann viel Spaß bei den neuen Folgen Minecraft, die dann danach noch kommen, wo ich jetzt noch nicht weiß, wie die aussehen werden. So, und damit gehen wir ins Bett und ich sage gute Nacht.